Herzlich willkommen zurück in Elden Ring. Wir machen Story weiter. Schloss Sturmschleier. Zart. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was. Ah, hier geht's runter. Umkehren. Blumen voraus. Das ist schön. Das kriegen wir jetzt nicht so. Aber kriegen wir das mit unserem Reittier vielleicht gegebenenfalls? Das können wir nicht aktivieren. Schade. Dann werden wir den nur von der anderen Seite her kriegen können. Dann gucken wir mal hier, was uns hier erwartet. Hier ist tödlich. Achso, und das hier, das führt jetzt wahrscheinlich einfach da wieder zum Bossfight, oder? Ja, okay. Das ist einfach nur so ein Rundlauf. Top. Geradeaus ging es noch weiter. Einmal hier hin. Okay. Da unten ist zwar schon einmal eine Gnade, die man aktivieren kann, aber die kann man wohl auch nochmal einen Ort der Gnade aktivieren. Springen voraus, das glaube ich mal nicht. Ja, Objekt. Krummfingermedizin. Finger voraus, ja. Okay. Haben wir. Hier kann man runterspringen. Die Frage, wenn man jetzt hier runterspringt, kommt man dann da hinten raus, wo das Item ist, was wir gerade uns nicht holen konnten? Yep. Top. Was ist das? Feuerfett. Das gute Feuerfett. Blume. Hier geht's tief runter. Das war's. Dann haben wir hier, glaube ich, alles abgegrast. Sieht schon echt beeindruckend aus. Festung. Nacht. You there? Come over here, would you? Ruin. Verräter. Der sieht ja skurril aus. You're tarnished, aren't you? I would advise against taking the main gate into the castle. Verschlossen. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Das Haupttor ist ja eigentlich eh zu. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Use that opening to breach the castle. The guards haven't a clue about it. Der lacht schon so verdächtig. You'll slip right inside undetected. Yes, you're just the kind of time. Das Ding ist, er lacht schon echt verdächtig, aber oft wird hier bei den Nachrichten auch einfach nur Scheiße erzählt. Sieht ein bisschen aus wie ein Buchhalter oder sowas.
er da um die um den Hals hängen? Ist das ein Buch oder? Einfach eine fette Halskette, ist der Rapper oder so? Okay, hier sind schon ein paar gestorben. Sehen wir das einmal? Springen voraus. Aber hier hoch. Im Fragment. Da geht's nicht mehr lang. Gegner voraus benötigt. Zeit für dieses Kopf. Ein bisschen Freerunning hier. Geheimnis voraus. Okay. Passiert nichts. Der Konter, warum immer Hieb? Opa! Ich wollte gerade sagen, hier sind aber gerade gar keine Gegner. Wer denn an den Beinen, ey? Alter Falter. Da habe ich mich gerade kurz erschreckt. Okay, hier geht's weiter runter. Da unten ist noch so ein. Sind noch mehrere Adler. Wow. Der eine ist auf jeden Fall schon mal. Ja, komm mal. Guck. Eigentlich wollte ich da oben weiterlaufen, aber jetzt sind wir eh hier runtergefallen. Ach, da oben kommen wir ja her. Gucken wir mal hier, ob es hier weitergeht. Wenn es hier weitergehen sollte, gehen wir wieder zurück. Okay, das ist die andere Seite. Bolzen. Mehr ist hier nicht. Ja, und hier geht es wahrscheinlich wieder hoch, oder? Aha. Und da ist der nächste. Er bindet auch Messer oder Schwerter an die Füße von Adlern. Wer ist so krank? Toll. Hier wieder hoch. Auf ein neues. Ach, da oben ist der. Da ist er. So, wo lang wäre es hier hingegangen? Okay, hier geht es auf jeden Fall weiter. Ich schätze mal, dass man da wieder hochkommt. Wenn man den Weg gegangen ist, den wir gerade noch gegangen sind. Dann holen wir uns kurz unsere Gnade wieder. Und dann gehen wir weiter. Wenn wir dann ihn hier einmal pullen. Wir können ihn direkt killen. Kommt er hoch von der Höhe? Von der Flughöhe? Schwierig, ne?
Können wir es droppen, tun die nicht. Weil da oben ist ja direkt wieder hier ist ein Ort der Gnade, da können wir ja direkt wieder rasten. In den Bäumen sitzen die. Schmiedestein. Ja, wahrscheinlich irgendwelche dünnen Bestienknochen oder Federn. Flugfeder. Aber das war's hier, würde ich sagen. Hier ist nichts. Kein Vorsprung mehr oder so, wo man noch weiter runtergehen kann. Nee. Hier blinkt auch nichts mehr, leuchtet nichts mehr. Da unten geht's auch nicht mehr weiter. Wieder ein Vorsprung. Hinterhalt voraus. Ein ramponierter Lederschild. Was macht der denn da? Windkling oder was? Schwert kannst du mir gern geben. Ja, was kriegt man? Einen Pilz. Toll. Ramponierter Lederschild. Der wird bestimmt nicht besser sein als unsere Bestien Dreiecks Dreieck Schild. Bestimmt nicht. Hinterhalt voraus. Achtung, Berg. Berg? Einer ganz einsam. Grüne Rune mehr nicht. Leider. Schade. Nehmen wir ein Schwert, damit wir nicht unsere ganzen Magie aufbrauchen. Vorsicht vor hoch. So wegen Höhenangst wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir hier ganz entspannt lang gehen. Aber die sehen alle so komisch aus, die da am Anfang. Alle so langgezogene Hälse. Hier ist ich dachte zwar irgendwas von einem Objekt, aber ich glaube da nicht dran. Ich habe hier in den ganzen Spielen noch nicht eine Wand gesehen, die nicht da war. Also die man irgendwie aktivieren musste. Die hat hier eine geile Axt. Komm her. Komm her zu mir. Ja, hier ist auch nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ich versuche es auch immer mal wieder, ob hier irgendwo so eine verdeckte Wand ist, aber... Ich weiß nicht, haben die das rausgenommen? Hakenkrallen. Die sehen ja geil aus. Hakenkrallen, was ist das denn? Hakenkrallen. Krallen. Aber schlechter. Löst Blutverlust aus. 60. Okay, also dann kriegen die kontinuierlich 60 Schaden, was eigentlich ganz gut ist. Wenn wir die auswählen, wir versuchen die mal. Sieht schon geil aus. War jetzt zwei dabei. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Schild wegpacken. Nee. Ich dachte, dann kriegen wir die zweite Kralle auch noch. Ist wahrscheinlich, wenn wir die an zwei Händen nicht benutzen. Gucken wir mal, wie die reinhaut, ob die reinhaut. Aber geil sehen die ja schon aus, die Krallen. Okay. Dann war
waren wir jetzt nicht nah genug dran, dass der uns hätte treffen können. Sind. Sieht aber nicht gut aus. Moin! Alles klar. Hier ist noch ein Item. Wurfdolche. Hier ist eine Tür, die verschlossen ist. Wir müssen uns merken, dass da eine Tür ist. Sprung voraus. Ich will gerade die Suppe versalzen. Wie sieht das aus, wenn wir mit ihm hier ein Spiel machen? Das war ein bisschen buggy. Äpfel verstecken. Hier geht es ja immer weiter nach oben. Immer. Hier ist noch ein Item. Hier ist wieder so ein Ebenenkack, wo man immer eine Ebene runterrollen muss, wo dazwischen noch eine Ebene ist, wo eine Ebene mit einer Ebene ist und die Ebene eine Ebene hat. Dreck. So, das hast du nicht. Da verliere ich mal relativ schnell den Überblick. Jo, da brennen wir ein bisschen. Okay, die sind schon schmackhaft, die Dinger. Die hauen gut rein. Starker Feind voraus. Ich kann öffnen, ne? Okay. Können wir da. Wahrscheinlich können wir da nicht durchrollen. Hier ist die Tür da unten. Und da war das Item. Das heißt, wir müssen jetzt da durch die Tür. Ich hoffe mal, dass wir hier nichts vergessen haben. Ich meinte ja gerade stark. Kein Gegner. Was ist das für ein Yo, 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 nö, nö, nö. Panic Roll. Den Schlüssel. Aber wir haben dann auch 7800 Gnade verloren. Ja gut. Starker Gegner voraus, habe ich verstanden. Und wir sind ganz am Anfang. Nice. Jetzt bin ich hier gerade fast runtergelaufen. Dann hätten wir fast 8000 Seelen verloren. Ran. Wir halten immer mit. Jetzt nur nicht hier wegen der Ansicht runterfallen, dass der schon. Okay. Hier plündern. Irgendwie diese Schmetterlingsteile dabei. Dann machen wir ihn hier oben noch. Den Nerven. Noch irgendwie gleich. Ja, da werden wir bestimmt mal hingucken, sonst wäre da keine Leiter. Okay, dann machen wir die hier, die hier nicht arbeiten wollen. Hier wird es mehr. Ich weiß nicht, ob wir den da unten triggern, wenn wir jetzt da hochgehen. Dann machen wir den jetzt hier auch noch eben. Jetzt mehr Schaden gemacht irgendwie. Gerade haben wir, müssen wir noch dreimal angreifen. So, jetzt nicht vergessen. Hier setzt es Brand. Genau, die Tür können wir jetzt aufmachen, die rostige. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Aber wir wollen
wollen ja, oder ich fürchte unbedingt, die Gnade wieder haben. Schau. Da sehen wir sie, die Gnade. Mitnehmen. Wir können ja gucken, ob wir die Wölfe beschwören können. Glaube ich nicht. Wäre aber geil. Oh. Oh, 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 oh. Kommt er da raus? Ja, er kommt da raus. Schade. Aber die Tür fällt nicht mehr zu. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Und dann können wir nämlich da rauspullen und können ihn in einer größeren, helleren Area machen. Das vereinfacht das alles. Nehmen wir mal hier unsere Heiltränke aus. Wir nerven ihn da den Killen was. Sein Schild muss nicht angeben. Gib mal hier so ein Schmetterling. Oh, diesmal ein Pilz. Dieses Mal war es ein Pilz. Ein Bierchen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, für jeden, den wir killen, bekommen wir ja wiederum Gnade. Und ich meine, unsere Gnade ist ja nicht weg, die da oben ist. Die wird ja für uns aufbewahrt, nenne ich es mal. Ein Stirnband, wie schön. Und das kann ja, nicht, das kann ja einfach nicht mehr werden. Vielleicht hat er Brandbomben dabei. Leider nicht. Glassplitter. Wir können, glaube ich, noch einen. Ja, wir können noch einen machen. Damit gehen wir. Dann müssen wir einen Zip nehmen. Genau, hier oben ist jetzt noch einer, den kann ich machen. Hier ist unsere Gnade. Jetzt auch schon echt viel. Direkt jetzt können wir den eigentlich hier machen und können dann hier runter springen, wenn es uns zu viel wird. Wo ist er? Da ist er doch. Oder nicht? Hallo? Und man sieht hier auch echt nichts. Steckt da fest in der Tür. Aber der Windangriff von ihm, der hat echt eine große Reichweite. Da will ich jetzt nicht. Ja, das ist natürlich jetzt richtig gut. Weil da kommen wir jetzt irgendwie nicht mehr ran. Aber eigentlich würde ich den schon ganz gern gemacht haben. Ja. Alles klar? Da hängt er drin. Ah, das können wir jetzt. Nein, das können wir nicht. Das können wir doch. Danke. Hätte ja sein können, aber das ist mir zu risky. Ich will lieber erstmal hier runter. Der wird da oben schon seinen Tod finden.
schnell hier hoch. Es wird ja schneller, oder? Ja, würde ich sagen. Hier ist auch nichts mehr, irgendwie, wo man runterspringen kann. Das macht ja From Software gerne mal, dass man da irgendwie noch eine zweite Ebene hat. Okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Gehen wir erstmal hier lang. Nice! Schön aus dem Hinterhalt gegrabt. Das ist From Software. Like. Gefällt mir. Finde ich gut. Aber ich mache ja genauso mit dem Gegner. Neue Handschuhe. Das heißt, müssen wir jetzt nur zwischen diesen beiden Wegen herausfinden, welcher der Main Weg ist und welcher der sekundäre Weg ist. Hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, aber das hier sieht schon aus, als wäre das ein Hauptweg und als ob wir in die andere Richtung zuerst hätten gehen müssen. Pilz. Hier geht es nicht runter. Oh, es geht runter, aber nur einmal. Das sieht doch aus wie ein Hinterhalt hier irgendwie. Ich weiß nicht, es riecht nach dem Hinterhalt. Hier geht's auch nochmal rein. Achtung, Rumpf. Ich sehe hier auch gar nichts. Hier ist auch nichts. Hier geht's nochmal komplett hoch. Also ich schätze mal wirklich, dass das hier der Mainweg ist. Und dann gehen wir nochmal zurück und gehen in die andere Richtung. Und dann machen wir den nochmal von hinten. Ah, wir müssen hier rüber springen. Sehe ich gerade mal. So springen. Ah, er hat mich gehört. Schaden. Ich vergesse die ganze Zeit, dass diese Krallen auch Blutung verursachen. Feuerfett. Da ist noch eine. Da ist noch ein Item. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Hier kommen wir noch hoch. Somit hätten wir dann auch alles hier gemacht. Ach, hier ist das wahrscheinlich, wo wir den einen abgeschossen haben, ne? Oder? Oder auch nicht. Oh, schön, durch die Wand. Will der jetzt hier noch rumkommen? Juhu! Kuckuck! Wollt ihr jetzt hier irgendwie noch? Genau. Ich dachte, hier wäre das mit der Leiter, was wir da unten gerade noch gesehen hatten. Da ist noch einer. Boah, der wollte mich hier runter. Okay, hier geht's nicht weiter. Da ist er. Der Gute. Aber hier ist auch nichts. Außer der Ziegelhammer, den wir von da oben gesehen hatten. Hier geht aber jetzt auch keine Leiter oder sowas runter, oder? Nee, ne? Hier runterspringen, das würde ich mich jetzt einfach mal auch nicht trauen. Dann lasst uns den Mainweg gehen. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, alles.
hiervon. Leben haben wir ja. Keine Flaschen mehr. Das heißt, wir müssen mit dem Leben hier ausharren. Ich dachte gerade, hier wird gekämpft. Also es wird ja hier gekämpft, aber... Das ist ein Magier. Aber das ist hier. Und dann auch so ein schwarzer Ritter wieder in dem Raum. Okay, ist hier noch einer? Ich hab jetzt keinen Bock, dass mir hier irgendwas in den Rücken springt. Vor allem, weil der Weg jetzt schon relativ lange ist zu dem anderen der Gnade. Oder so. Ist das eine Kanone? Oder ist das hier so ein Gargoyle-Stück? Sieht aus wie ein Flammenwerfer, ne? Sowas können wir natürlich nicht aufheben. Na gut, den können wir nicht hochpullen. Gehen. Der bewegt sich nicht. Hier könnten wir rüberspringen. Das können wir doch, oder? Ja, können wir. Upp, hier geht's. Hier ist noch ein Item. Oh, Feuerfett mit Kordel. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir das brauchen, rein theoretisch. Ein Guckloch, wie schön. Können wir mal rausgucken, ein bisschen frische Luft. Jetzt hier hoch oder nach da? Ich schätze mal, hier oben ist irgendwann Dead End, also werden wir jetzt erstmal hier hochgehen. Andererseits geht es da auch noch rein. Ja, nee. Schlecht. Vielleicht gucken wir doch erstmal hier. So viele Möglichkeiten und Wege, ne? Lässt sich auch nicht bewegen. Das ist hier Dead End. Erstmal. Ah, perfekt. Hier ist doch so ein... So eine Gnade. Stell dir mal vor, wir wären erst hochgegangen und gestorben. Das wäre natürlich jetzt richtig... Das wäre jetzt richtig gemein gewesen. Gut, dass wir nochmal hier geguckt haben. Okay, gucken wir mal einmal hier. Hier stirbt man wohl. Untersuchen. Okay, hier ist der Innenhof, also schätze ich mal, dass es hier weitergeht. Darum gehen wir jetzt erstmal zurück und arbeiten uns hier nach oben. Lass uns mal erstmal versuchen, vielleicht von hier drinnen da lang zu springen. Weil das will ich jetzt erstmal nicht riskieren. Gut, gucken wir jetzt erstmal hier, was es hier noch alles gibt. Hier geht es nochmal raus. Aber das hier ist, glaube ich, nur so ein Rundlauf. Ja, das ist nur einmal so ein Rundlauf. Okay, dann versuchen wir jetzt einmal hier gleich durch das Fenster zu springen. Das Item dazu holen. Was natürlich nicht funktioniert. Warum sollte es auch? Dann müssen wir uns das also irgendwie doch von hier drinnen holen.
Er meint hier natürlich, dass man hier irgendwie springen soll. Ich glaube, das geht sogar. Geiles Ding. Hoffentlich lohnt sich das auch. Wurfdolche, natürlich. Das lohnt sich richtig. Nicht. Okay. Jetzt hier lang. Gehen wir noch einmal auf diesen Vorsprung da. Gucken wir uns mal an, was es da gibt. Gar nicht gesehen. Ist auch weg. Hier kommen wir auch nicht hoch, ne? Also hier kann man jetzt auch nicht später dann da rumlaufen. Also filmen wir den eben. Pilz hat er dabei. Okay, dann machen wir die beiden. Triggert ist. Gucken wir, was der dabei hat. Der hat die Schmetterlingsteile dabei. Hier sind ein paar Leute gestorben. Bup, 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 bup. Hier ist sonst nichts. Dann gucken wir einmal da oben nach dem Loot. Goldene Rune. Das heißt, von hier aus können wir natürlich da und da runter springen, aber ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist. Glaube ich jetzt nicht. Dann gehen wir wieder runter. Gucken uns mal den Innenhof an. Vorher setzen wir uns natürlich noch einmal hier hin. Hast du Platz? FP wieder aufzuladen und die Tränke. Gucken wir mal hier runter, ob man hier irgendwie runterspringen kann, ob hier die Möglichkeit besteht, noch irgendeinen anderen Weg zu nehmen. Ach, hier ist wieder so ein Messer vor. Weg. So, weg. Die sind echt nervig, diese Vögel. Oh, da ist noch einer. Was ist denn jetzt hier los? Bomben aktiviert. Ist er da reingeflogen oder warum sind die explodiert? Ach ja, man könnte jetzt auch mal ein bisschen skillen, das vergesse ich die ganze Zeit. Und mit dem, mit der Anzahl Nadel, die wir schon haben, sollten wir vielleicht doch mal daran denken, zu skillen ein bisschen. Ach, der hat so einen Pass dabei. Jetzt sehe ich das. Okay. Sprung. Und hier ist sogar, hier kann man so runterspringen. Hier wird es runtergehen. Da sind ganz viele Sprengfässer. Es riecht nach einer Falle irgendwie. Ah,
da ist auch schon so ein Falke, der so ein bisschen buggy da rumhängt. Schmiedesteine. Gut, da oben geht's nicht mehr weiter. Gehen wir jetzt mal hier lang. Hier hängt irgendwie ein Fass drin. Und hier geht es auch nicht weiter. Das heißt, das einzige, wo es weitergeht, ist da hinten. Da kann man einmal runterspringen. Aber sonst nicht. Hier kann man scheinbar auf verschiedene Absätze einmal runterspringen. Oder hier lang gehen. Hier könnten wir runterspringen, aber ich glaube nicht, dass wir es überleben werden. Und hier könnten wir auch runterspringen. Okay. Frage ist halt nur, was uns... Na okay, da ist... Hier ist ein Item. Sehen wir uns das eben? Das sind auch irgendwelche Wurfmesser, oder? Ich dachte schon, hier wäre eine Leiter. Hier geht's nicht rein. Aber hier irgendwelche. Hier ist ein Durchgang. Jetzt ist die Frage, überleben wir das, wenn wir hier runterspringen? Bestimmt, oder? Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. Oh, ein Zauberer. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Ach geil, ist das... Jetzt der zweite Magiehändler. Ach nee, das ist Kriegsasche. Kriegsasche, Schimmersteinkiesel. Zur Verwendung mit Schwertern und durchbohrenen Stangenwaffen. Achso, das ist dann sowas wie die Waffe verzaubern, die wir schon haben, ne? Großschwert. Magie-Großschwert. Wirbelnde Waffe. Zur Verwendung mit kleinen und mittelgroßen Schwertern, Hämmern, Äxten, Stangenwaffen und Stäben. Was mit großen Speeren? Ja gut, dann würde ich sagen, die Sachen könnte man sich ja eigentlich alles holen. Mal gucken, wir haben, das sind drei, das sind vier, fünf. Ja. Alles holen. The battle art you've learned is they were conceived in the past. Fascinating that the Golden Order with the Order brought such adaptability. Okay. Dann haben wir ihn leer gekauft. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nicht nochmal hin. Hier ist ein Samurai. Das ist jetzt richtig schlimm, weil wir sind jetzt hier runtergesprungen. Und ja. Sind wir jetzt hier runtergesprungen. Das heißt, wir sind jetzt mitten drin. Und können jetzt so gesehen in alle Richtungen gehen. Okay, also wir können jetzt hier rechts raus auf den Hof irgendwie gehen. Wir können aber jetzt hier auch die Treppe, glaube ich, hochgehen. Können wir nicht. Okay, dann können wir also doch nur in eine Richtung gehen.
Gekillt. Der Ritter ist aber schon echt nervig, muss ich sagen. Stulpen der Verbannten. Okay, da oben waren wir ja gerade. Hier hätten wir jetzt einmal eine Leiter nach oben. Das ist die Leiter, wo wir gerade hätten runtergehen können. Ne? Und dann sind wir auf der anderen Seite runtergegangen, weil da ein Item ist. Ich gehe nur noch einmal hoch, um das zu checken, ob das stimmt. Aber es sieht so aus. Ja, ja, genau. Gut, dann ist jetzt eigentlich wirklich der einzige Weg, den noch woanders hinführen könnte, ist da hinten runter. Weil hier haben wir jetzt, nennen wir es mal die Verbindung gefunden. Hier ist dann jetzt bis jetzt alles erkundet. Wie gesagt, bis auf da hinten hätte man runterspringen können wahrscheinlich. Den können wir schon mal von hier machen, glaube ich. Wow, fast werden wir hier runtergesprungen. Gut, dann können wir einmal mitnehmen. Gut, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Item. Goldene Rune. Plumpe Person. Vorsicht vor links. Warte mal. Was hat denn jetzt hier gerade so laut geknallt? Das verunsichert mich immer, wenn man hier so laute Geräusche hört. Immer noch so ein. Na, hätten wir jetzt einfach nur die ganze Zeit drauf gehauen, dann wäre er auch gestorben. Also wären wir nicht zurückgewichen, weil der Blutungsschaden hat ihn ja einmal gestellt. Aber da war ich lieber auf Safety. Wer hängt denn hier? Jo! Da hätte ich aber auch keinen Bock, hier so abzuhängen. Hier kriegen wir die mal einmal. Knappe Sache. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Tränke mehr, gar nichts. Ob jetzt Magie oder Leben, alles weg. Unangenehm. Ich hoffe, hier kommt jetzt gleich nochmal hier so ein Ding der Gnade. Hier ist ja die ganze Zeit patrouilliert. Echt nice aus. Hier haben wahrscheinlich die Könige gesessen und gespeist. Was haben wir hier in der Schatztruhe? Schleier des Imitators. Was ist das denn? Inventar. Hier. Schleier des Imitators. Verbraucht FP. Imitiert Objekte in der Nähe. Ach, so ein Ding ist das.
Das ist ja für PvP, ne? Also man verwandelt sich dann, sag ich mal, in einen Stuhl oder sowas. Aber ich glaube, vorher hat das nichts gefressen. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Lass uns einmal hier lang gehen. Ich schätze mal, hier kann man den Shortcut freischalten. Also ich glaube nicht, dass die Tür offen geht. Genau, von der anderen Seite kann man die nur öffnen. Lass uns hier runter gehen. Hier ist nichts. Da wären die. Ich will jetzt eigentlich keine FP mehr verschwenden. Oh, da ist so ein, da ist dieser Tutorial-Boss, ne? Okay. So, kommt her. Okay, die haben beide solche Bomben. Getriggert worden. Ist gut. Was haben wir hier? Besseres Fleisch. Das Ding ist. Können wir hier kochen oder sowas? Nee, ne? Oh, ich hab gar keine Ahnung. Wir haben so gut wie nichts mehr. Nichts. Ich glaube, den machen wir später. Wir hier, sag ich mal, ein bisschen besser durchkommen. Ich würde aber ganz gerne mal hier runterspringen und hier die Items holen. Klumpen Fleisch. Goldene Rune. Was haben wir hier? Andenken der Puppe. Das ist ein Schlüssel. Mal gucken. Da. Andenken der Puppe. Auf roten Samt gebettete Brosche. Okay, das macht wohl irgendwas auf. Gut, dann lass uns mal hier weiter gucken. Ach, wir sind dann jetzt hier. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich glaube, hier kommt er nicht durch, oder? Das wäre ja interessant, wenn man jetzt von hier machen könnte, sodass er hier nicht durchkommt. Der kommt hier nicht durch. Das heißt, hätten wir jetzt genug FP noch, oder wenigstens noch einen Trank, dann könnten wir den easy machen von hier aus. Ja, der chillt da ja nur und muss halt gekillt werden. Das ist ein Aufzug. Das heißt, hier ist ein Shortcut. Oder? Können wir hier jetzt den Aufzug pullen? Den können wir nicht. Dreck, und ich dachte, hier wäre jetzt ein Shortcut für da hoch. Da hatten wir ja auch ganz viele gehabt, ne? Eigentlich hier nur noch mal hier hin. Ja, der wütet da jetzt drin. Was haben wir hier? Dunkelschmiedstein. Ja. Und hier ist ein Torgate, aber da kommen wir jetzt auch nicht durch. Ich schätze, wir müssen echt ihn hier erstmal machen. Aber für ihn haben wir jetzt halt auch einfach, wir haben hier einfach keine Magie mehr. Das haben wir eigentlich. Die Axt hier uns nehmen und mal hier lang gehen. Und ihn mal komplett ignorieren. Okay.
alles schwarz. Ich glaube, ist dann auch nichts. Hier geht es irgendwie hoch. Okay, wo geht's hier hoch? Das Ding ist, wenn wir jetzt hier in irgendeinen Hinterhalt geraten sollten, sind wir eh tot. Weil wir so gut wie gar keine Leben mehr haben. Hier wäre ein Feind einmal. Zerplättet. Gucken wir hier mal weiter. Da hinten ist ja noch ein Item. Was haben wir hier? Pfeile. Okay. Ja, und hier kommen wir jetzt auf den Platz. Und hier sind echt verdammt viele Enemies. Also verdammt viele. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück hier zu dem Turm einmal. Resten so gesehen einmal. Und gehen den anderen Weg mal lang. Und zwar den Weg da runter gehen wir jetzt einmal. Da erwartet. Und dann haben wir so gesehen hier alles gemacht. Bis da unten. Hier sieht das nämlich so aus, als würde man hier runter. Ich weiß nicht. Knapp, aber es geht. Also mal gucken, was wir hier kriegen. Hier kriegen wir nichts. Aber hier können wir runter. Ich bin mal gespannt, was hier bei rumkommt. Okay. Ah, hier ist schon mal ein Item. Was wir sonst nicht gekriegt hätten. Korrumpiertes Holzschild. Das sieht aber schon ganz geil aus. Das muss ich sagen. Boah, dass der aber immer so weit springen muss noch, ne? So, hier ist nichts. Hier ist nothing. Und hier können wir auch nicht runterspringen. Hier könnten wir runterspringen. Ja, man muss solche Fußschmerzen haben bei den Höhlen, die wir jetzt manchmal springen. Also ich meine, der Fallschaden wurde ja extrem minimiert in den jetzt hier bei Elden Ring. Aber trotzdem, man hätte... Oh shit. Von Höhen runter wollte ich gerade sagen, die sind nicht mehr menschlich. Und überlebt das, so wie die Höhe jetzt gerade. Da ist er jetzt gerade einfach nur in so einen Dornbusch hier reingefallen, hat es überlebt. Wache voraus. Scharfschützen. Okay, Wache voraus. Nehmen wir lieber nochmal so einen Zip. Ich weiß jetzt nicht, was eine Wache voraus ist. Hinteren versuchen. Zeit für dies. Fernkampf. Was haben... Aha. Jo, wer ist er denn? Der richtig heftige Dings, ne? Rüstung. Was haben wir hier? Ja, gar keinen Schaden. Und der Wölfer können wir jetzt auch nicht machen. Ja, das sieht aus wie ein Elite-Kämpfer irgendwie. Rennen wir mal an dem vorbei. Ja, man sagt ja immer so schön, wenn uns wirklich ein aussichtsloser Kampf ist und man gehen kann, dann sollte man gehen. An. Hier können wir oben machen. Lol. Das weiß ich natürlich nicht. Inwiefern wir jetzt in so einer Range treffen können. Aber
wir können von hier aus echt gut was abziehen, muss man sagen. Also, heftig, hätte ich nicht gedacht. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh, hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Hätte ich nicht gedacht, dass da auch nochmal ein Weg lang ist. So, jetzt gucken wir einmal nochmal hier. Aber hier scheinen keine wunderlichen Items zu sein. Ah, verdammte Kacke. Da geht's hier nämlich rein. Ach, hier ist. Hier ist er. Der Fahrstuhl, der begehrte. Aus auf jeden Fall jetzt runter gehen. Weil wir jetzt diesen Fahrstuhl da haben. Gucken wir einmal da unten nochmal. Weil jetzt ist ja dieser Ritter auch resettet. Hier haben wir auch nochmal irgendwas. Da müssen wir auch mal hingehen. Aber erstmal wollte ich mir dann jetzt hier das hier angucken. Noch irgendwie was liegt, irgendwie ein Item oder sonst was. Aber hier sind wir jetzt gerade Hals über Kopf rausgerannt. Aber hier sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Ich schätze mal, dass das wirklich... hier ist. Ach. Ich dachte, jetzt wäre hier irgendwie so eine Secret. Oh, shit. Ich dachte, hier ist irgendwie ein Secret Raum oder so. Aber dabei ist das nicht mehr hier. So, geil. Ciao. Resten wir hier nochmal und versuchen jetzt noch diesen Tutorial-Boss, der hier rumläuft, zu killen. So, hier geben wir uns ein paar Federn. Ein paar Federn. Hier müssen wir ungefähr bis dort laufen. Wupp, wupp, wupp. Hier müssen wir... Jo. Federn. Trinken wir uns einen Sip. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir diesen Adler triggern, wenn wir jetzt hier lang auch laufen. Ich hoffe mal nicht. Hier haben wir natürlich noch. Aber ich schätze mal, dass das dann hier auch nur die. Genau, die Kapelle ist. Hier wäre natürlich dann einmal der. Dieser etwas stärkere Ritter. Der ein bisschen nervig ist. Ihn hier mal damit zu machen. So, irgendwie Backstep. Am meisten Schaden. Damit wir ein bisschen die FP für die starken Gegner aufbewahren. Ich glaube eigentlich gerade,
Dieses Vorgate, wo wir unten gerade vorstanden, das wird da sein, oder? Also ich schätze mal. Genau, hier war ja keiner. Hier war nix. Und da war jetzt gleich dieser stärkere Gegner. Genau, hier war jetzt einmal er hier. Ja, wo wir jetzt draufhauen können, damit er auch gestaggert wird. Hier müssen wir jetzt eigentlich gar nicht lang laufen, weil wir können uns ja jetzt wirklich hier auf die hier beschränken. Wenn wir jetzt hier runter jumpen, dann sind wir ja da direkt bei ihm hier. Easy. Gut schön im Boli. Das Bild sieht auch schon heiß aus, muss ich sagen. Top. Genau, da vorne ging es ja jetzt in diesen Hauptraum. Hier war ja nix. So. Wäre rein theoretisch, aber. Dieser andere Raum. Hier, ne? Genau. Gut, hier kommen. Oder müssen wir hier untersuchen und dann geht er auf. Ah, okay. Dafür sind diese Schlüssel. Ah, okay. Na gut. Der hat uns jetzt ordentlich gekillt. Shit. Machen wir es jetzt hier nochmal im Schnelldurchlauf. Weg. Ich meine, die Krallen machen jetzt nicht wirklich viel mehr Schaden als der Krummsäbel, den wir vorher hatten. Aber ja, die staggern halt den Gegner. Ich dachte gerade, wir sterben und wir verlieren diese 5000, die wir da unten liegen lassen haben. Oh, da ging mir kurz das Herz hoch. Oh.
ist jetzt auch weg. Und wir holen uns jetzt unsere Great Granade, unsere Gnade wieder. Ach du Kacke. Ich dachte gerade schon wieder kurz, dass wir sterben werden. Aber es sind nicht die vollen, ne? Gerade hatten wir ja 5500 gehabt. Eiserne Schleifmesser, das ist auch ein Schlüssel. Und jetzt haben wir nur 3000 irgendwas, glaube ich, wieder gekriegt davon, ne? Holzschild mit Falkenwappen. Das sieht natürlich auch mega geil aus. Gucken wir gleich mal, was wir davon equippen können. Was ist das denn? Ist das ein Catalyst? Da ist er. Ja, wusste ich doch. So, gucken wir mal, ob wir den von behind hinkriegt. Aber hier ist echt auch nichts mehr, ne? Ich meine, hier geht's steil runter. Man kann sich nur schön hier die Gegend angucken. Ja, guck mal, was wir da bekommen haben. Hiervon haben wir nichts gekriegt, hiervon haben wir nichts gekriegt. Hiervon haben wir auch nichts gekriegt, hiervon nicht. Genau, wir haben das hier bekommen, also wenn wir so gesehen diese beiden Sachen. Mal bekommen, also das Mal bekommen, das gerade bekommen. Schleifmesser war ja, kann Waffen, neue Kampfkünste und Affinitäten verleihen. Und das hier wäre, gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für eine Waffe. Sehr wichtig. Genau, die Sachen haben wir ja gekauft gehabt. Ah, das ist ein Dolch, ist das. Okay, was ist das denn für ein Dolch? Das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Ein von den weiß gewandeten Feldchirurgen der Armee bevorzugter Dolch. Die harte und scharfe Klinge sorgt für verheerenden kritischen Treffer. Mitgeführt ist die oberste Tugend eines jeden Medikus und im Krieg kennt Mitgefühl oft keine Gnade. Hütet euch vor dem Wolf im Schafspelz. Das sieht schon geil aus, das Ding. Echt. Was man hier alles findet. Ja, aber damit wäre ja das, sag ich mal, auch geschafft. Und jetzt müssen wir nur noch hier den Hofplatz surviven. Und da hatte ich ja eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir in den anderen Räumen, die wir bis dato nicht erkundet hatten, weiß ich nicht, so ein Ding der Gnade oder sowas finden, dass wir da resten können, dass wir so ein bisschen näher hier dran sind. Aber das ist ja irgendwie. Jo! Man geht raus und man stirbt. Jo! Geiles Ding! Gut, trotzdem würde ich sagen, wir sind jetzt erstmal weit gekommen. Hier mache ich erstmal einen Cut. Vielleicht nehme ich gleich nochmal eine Folge auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Schreibt was in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.